gibt es dreimal Ei in einem Durchgang und so kommt jeder zu seiner Variante vom Ei. Zuerst schneide ich gekochten Schinken in kleine Stücke und Schnittlauch in kleine Ringe. Für das Omelett gebe ich ein Ei in ein Glas, ein bisschen Salz und Milch dazu und verquirl das alles ein bisschen. Nun kommen 500 Gramm Wasser in den Mixtopf. Für die gekochten Eier gebe ich das Garkörbchen in den Mixtopf und lege die Eier rein. Je nachdem, wie man das Ei haben möchte, in diesem Fall möchte ich das Eiweiß fest und das Eigelb ein bisschen flüssig von innen, gebe ich 12 Minuten Varoma Stufe 1 ein. Dann setze ich den Varoma auf und dann habe ich so kleine Förmchen, die lege ich mit Backpapier aus und gebe in das eine das verquirlte Ei, darauf den gekochten Schinken und den Schnittlauch und in das andere Förmchen gebe ich ein Spiegelei. Setzt den Deckel auf und nach 12 Minuten hat man 3 verschiedene Eier. Ein kleines Omelett, ein Spiegelei und ein gekochtes Ei. Viel Spaß beim Nachmachen!